Seite. Merkt euch diesen Satz. Ich werde lieber für meine Ehrlichkeit gehasst, als für meine Unehrlichkeit geliebt. Hört mir jetzt mal genau zu. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte. Ich hätte meine Klappe gehalten, aber was heute, vorhin am Flughafen passiert ist, das war, also, ey, das, ihr denkt, im Dschungel selbst war es krass. Leute, was hier außerhalb passiert, das ist krass. Aber ich spule erstmal zurück. Wir sitzen dort und schauen uns die Folge an und dann wird jeder von den drei sich wird nochmal gezeigt. Gigi, Lukas, Jamila. Dann kam das Foto von Jamila, weil Cosimo hatte ihr Foto noch nicht gesehen und sagte lautstark vor allen, die da saßen, wer ist das denn? Und dann, yeah, thank you. Und dann kam die Begleitung von Jamila nach vorne und sagte, das ist Jamila, was ist dein Problem? Dann sagt er, die sieht doch nicht so aus, oh Gott, so richtig angewidert. Und dann habe ich gesagt, und dann sagt, guckt er die Begleitung von Jamila an und sagt, wer bist du überhaupt, was redest du mit mir? So nach dem Motto. Und dann habe ich gesagt, ey, chill mal deine Lage, das ist die Begleitung von Jamila, komm mal runter. Ja? Und dann sagt er, ja, ich sag dir nur die Wahrheit, die sieht doch nicht so aus. Dann hat die gesagt, guckt sie an, das sagst gerade du, der Face-App erfunden hat. Also was ist denn mit dir? So, und dann fing das an, dass wir ja in die Live-Schalte sollten. Er sollte den Platz tauschen und ist komplett ausgerastet, wie man mit ihm überhaupt reden kann, weil er ist jetzt gerade auf sein Handy zu schauen und sie sollten hier nicht einbilden, so mit ihm hier so umzugehen, obwohl gar niemand was gemacht hat. So hat er eine Riesenshow gemacht und hat den Raum verlassen. Und deswegen war er auch nicht in der Live-Schalte dabei. Punkt. So, was hier am Flughafen abging, ich glaube nicht, das, was hier abging. Da ist Dschungel innen drin nichts gewesen. So, und jetzt an die Leute, die sagen, aber wie kannst du nur, du bist so böse, Silja. Ich bin nicht böse. Ich bin nur ehrlich, und wenn es euch nicht passt, ey, es ist okay. But, jetzt kommen wir zum Flughafen, junger Mann. Du machst Stories? Hast du eigentlich, also ich weiß nicht, in welchem Film du lebst. Leute, was heute am Flughafen passiert war, war wieder so peinlich. Wir saßen alle am Flughafen noch gechillt. Dann hat er mehrere Leute angerufen, lautstark, und hat sich über uns beschwert. Ja, habt ihr das mit dem Baumhaus gesehen? Dann ruft er einen Rapper an und sagt zu seinem Rapper, ich sag den Namen nicht von diesem Rapper, Bruder, hast du das gesehen? Wir machen die fertig, Bruder. Er hat über Personen, und diese Person wissen schon, wen, hat er am Telefon Dinge gesagt. Ich werde den lebendig begraben, so eine Scheiße. Wirklich, wo alle so saßen. Und jetzt fragt er, ja, warum hast du da nichts gesagt? Alter, ich sag euch ehrlich, ich hätte jetzt sogar noch meine Klappe gehalten, weil ich eigentlich gesagt habe, hey, ich habe das im Baum was gesagt. Aber er versucht ja wirklich mit aller Kraft